Hallo Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute geht es weiter mit dem Kameramenüs bei der Lumix von Panasonic. Ja, wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir da lernen, sind natürlich auch auf andere Kameras umsetzbar. Die meisten Menüs sind relativ gleich. Heute starten wir mit einem kurzen Überblick in das Videomenü. Dazu viel Spaß euch nach dem Intro. Dann haben wir hier wieder meine berühmte Lumix G81. Ja. Und wir schalten einmal die Kamera ein. Das will heute nicht so, wie es soll. Warum? Zum Henker. Ah, jetzt. Ach, da war der Fokus doch gesperrt. Warum auch immer das war. Das kann man mal wegmachen, genau. So, dann sehe ich nämlich auch, was ich hier tue. So, wir gehen ins Menü. Genau, da seht ihr, das ist das, was wir das letzte Mal hatten. Das ist das Kamera-Foto-Menü. Wir wollen aber heute hier auf die Kamera, hier runter, also auf die Videokamera. Denn wir gehen heute die Einstellung der Videokamera durch. Da wäre es natürlich auch interessant und intelligent natürlich am einfachsten, wenn ich in das Videomenü. Das hier oben habt ihr ja das Drehrad, das hatten wir ja schon in einem der YouTube-Videos. Wenn ihr das nicht hattet, noch nicht hattet, Moment hier, dann wird das da oben in der Ecke verlinkt sein. Da ist die Infobox. Und ja, genau. So, jetzt habe ich es hier oben, wie gesagt, auf das Videomenü gestellt, manuell. Das heißt, da sollten dann sogar noch ein paar Sachen mehr drin sein, abgesehen davon, dass es jetzt direkt ins Menü gesprungen ist. Genau. So, wir haben, wie ihr hier seht auf der Seite, da 6 Seiten. Das sind also ein paar weniger als bei dem Menü von den Fotos. Ist auch ein bisschen weniger einzustellen. Man hat nicht ganz so viele Sachen, die man macht. Und wir gehen jetzt erstmal kurz die Sachen kurz durch. Das ist dann wieder ganz schnelle Video. Und der ganz schnelle Videoteil und dann gehen wir danach nach und nach diese einzelnen Sachen durch. Also erstmal haben wir hier wieder die Filtereinstellung, die kennen wir ja auch schon von der Sache mit den Fotos. Dann kann man hier das 4K-Video, was man auf der Kamera aufnimmt, direkt live schneiden. Das ist relativ schöne Funktion, wenn man unterwegs ist und das Video schneiden will und keinen Laptop oder was dabei hat. Dann hat man hier dieses Snap-Movie, das dürfte für Kurzfilme sein, soweit ich das weiß. Und unten haben wir das Aufnahmeformat. Bei mir oben habe ich wieder den HK, also einfachen Filter. Dann habe ich das 4K-Schneiden off, aus dem ganz einfachen Grund, ich schneide meine Videos grundsätzlich am Computer. Die Snap-Funktion habe ich auch off und das Aufnahmeformat ist das MP4-Format. Ist in meinem Fall ja so drin, dass ich das so benutze. So, dann gehen wir auf die Seite 2. Da haben wir die Aufnahmequalität. Da werdet ihr nachher sehen, wenn wir das einzeln durchgehen, dass es eine ganze Menge gibt. Ich habe hier eingestellt 4K und 30 Bilder pro Sekunde. Und das ist richtig gut. So, dann haben wir den Belichtungsmodus. Das ist der P-Modus. Das Autofokus haben wir wieder auf Single. Dann haben wir den Fotomodus. Das heißt, ich kann, während ich das Video aufnehme, über diesen Knopf, man sollte schon in die richtige Position gehen, da Fotos aufnehmen. Jetzt habe ich das ausgemacht, so dahin, so, okay, dann haben wir das, den Dauer AF, also den dauernden Autofokus, was das ist, den habe ich auf off, erkläre ich euch dann auch noch. Dann haben wir die Messmethode, das ist, betrifft wieder den das Autofokusfeld. Die Helligkeits- und I-Dynamik kann ich hier auch wieder nicht einstellen. Wie gesagt, ich bin da noch am gucken, warum und wieso ich das
wieso ich das nicht einstellen kann, aber das kriegen wir noch raus und dann zeige ich euch, warum, was man da einstellen kann. Die I-Auflösung habe ich auf Standard, die Beugungskorrektur wie auch beim letzten Mal auf Auto. So, und ja, Kistenkater, das ist danke für die Rückmeldung. Und dass man hier keine Rinder hört, das ist zwar ungewöhnlich, aber ja, nein, natürlich nicht. Ich wohne hier in der Stadt und da sind Rinder sehr, sehr selten zu finden. So, dann gehen wir zur Seite 4. Das ist der Luminanzbereich. Das heißt, wie farbbrillant das Ganze ist. Dann der erweiterte Telebereich, den habe ich hier auf Off. Das Digital-Zoom habe ich auch auf Off. Aus dem ganz einfachen Grund. Erstens mal kein Teleobjektiv. Und zweitens mal kein Digital-Zoom. Das heißt, ich kann also nicht hier drauf drücken und dann ruht das rein und raus. Das ist einfach so. Den Stabilisator. Ja. Flimmer-Reduktion, das heißt, wenn ich zum Beispiel Bildschirme abfilme, ja, dann werdet ihr das nachher sehen, ja, ganz einfach, weil ich will ja jetzt nur kurz durchgehen, genau. So, dann haben wir die lautlose Bedienung. Wir haben den Mikrofonpegel, die Mikrofonpegelanzeige. Wir haben den Mikrofonpegel ändern. Wir haben ein Spezialmikrofon. Wir haben den Mikrofonpegel begrenzen. Was das heißt, zeige ich euch dann auch. Wir haben die Windgeräuschunterdrückung und die Objektivgeräuschunterdrückung. Und ja, das sind schon die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Ich springe jetzt wieder zum ersten zurück, stelle mal kurz die Kamera nach unten. Ja, das war, wie gesagt, ein Kurzdurchlauf durch das Ganze. Ja. Das war der kurze Überblick über das Videoaufnahmemenü. In der nächsten Folge gehen wir etwas tiefer hinein, sehen uns die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten des Ganzen an. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich lasst mir einen Daumen da, würde mich freuen. Natürlich auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo und die Glocke aktivieren. Das hilft. Und macht schöner, genau. Bis dahin sagt euch, bleibt kreativ und tschüss, eure Josie.